Hallo Leute, willkommen zurück zu Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir gegen Lavos gekämpft. Wir waren beim Lavos Core, beim Kern angelangt. Allerdings wurden vernichtend geschlagen und die Zukunft sah nicht rosig aus, deswegen. In diesem Part fordere ich eine Revanche und die werden wir jetzt bekommen. Ich habe mir eine neue Taktik zurechtgelegt. Doch, so können wir es machen. Und auf geht's in den finalen Kampf, again and again. Natürlich müssen wir jetzt beide Stufen von Lavos erneut machen. Das sieht schon so gruselig aus, hey. Aber ich werde mal probieren. Endlich, du hast deinen Meister gefunden, Lavos. Das ist Lavos? Wirklich? Und Endfight, again and again. Und in diesem Part werde ich vor allem auf die besonderen Fähigkeiten meiner Charakter zielen und nicht so sehr auf die MP achten und werde die stärksten Angriffe, die sie haben, benutzen. Denn Mana und HP Heilungen haben wir eigentlich genug. Warum setzen wir sie nicht ein? Das sollte doch es bringen. Epische Musik mal wieder. Und jetzt ist er bald Geschichte. 4000 haben die Arme schon eingesteckt und weiter geht die Party. Und auch Luca wird jetzt hier mit Eis 2 ihren Dienst verrichten. Bäm! 6000 haben die Arme schon heimgezahlt bekommen. Ich glaube, sie haben so an die 8 bis 10.000. Nicht mehr lange. Ohne Verluste gibt's hier Wäsche. Und nochmal Antimaterie, sowie Leuchten. Und ihr seht natürlich, dass das Mittelstück wieder mal wenig Schaden nimmt dadurch. Aber er sind jetzt die Arme gleich hin, ne? Und warum hat er einen Arm mehr? Egal. So viel mehr kann er nicht haben. Ne, das war's. Jetzt kann Marlo uns heilen. Doch, das können wir noch so hinbekommen. Und Chrono greift jetzt an. Und Magnus ebenfalls. Und jetzt gibt's hier Kraft einer für Male. Und er macht Leuchten ja tun. Das war natürlich jetzt. Leuchten brachte bei ihm ja nichts. Aber dennoch. Erstmal Heilung. Einmal für Male Heilung. Antimaterie brauche ich nicht, sondern die Angriffe tun's. Und was zur Hölle? Wieso hat das so viel abgezogen? Direkt leuchten hinterher. Egal. Du bringst die Metamet für Chrono, sodass er ein Leuchten einsetzen kann. Hä? Chrono hat sich auf sich selbst gezaubert, okay. Greif an. Und du machst ein Leuchten. Perfekt. Mach du mal nochmal Kraft auf Chrono, der die wenigsten HP gerade hat. Leuchten, ey. Leuchten ist ja so kräftig, mächtig. Einmal Heilung für Chrono. Ich glaube, dieses Mal fahre ich viel, viel besser. Und erneut Leuchten. Lavos, du hast nicht mehr viel zu lachen. So. Viel wird er nicht mehr aushalten. Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird. Vor allem, wenn ich Leuchten mache. Ja, du greifst weiter an. Das werden wir mal sehen. Male greift an. Böser Duft erhöht die Angriffskraft von ihm. Es ist mir egal. Chrono attackiert jetzt unendlich. Alle drauf da. Bam. Besiegt. So muss das sein. Nice.
Und er verwandelt sich zu. Lavos Kern. Es ist. Also hat er seit Anbeginn der Zeit in der Erde geschlafen und die Evolution auf dieser Welt zu seinem eigenen Nutzen kontrolliert. Heißt das, er ist der Grund, warum wir alle hier sind? Wir wurden geschaffen, um ausgebeutet zu werden, und zwar alle Menschen gleichermaßen und auch alle Lebewesen. Diese Welt gehört Krone und uns, Lena und Doan, allen. Und ich meine wirklich allen. Es ist aus dir. Es ist aus mit dir. Dein Leben ändert hier, Lavos. Endboss Time. Final Boss. Again and again. Final Fight. So, jetzt geht's ab. Jetzt werden hier. Moment. Mega-Elixiere. Wobei, warte mal. Bevor ich das mache, gibt's einmal bitte Hast auf Magus, weil natürlich jetzt wieder ein neuer Kampf ist, ist diese Hastfähigkeit wieder weg. Und danach gibt es das Melee. Wo ist es denn jetzt? Mega-Elixier. Ja doch. Aber ich muss ein ganz klein wenig Schaden. Schaden. Ein bisschen warten. Und so viel habe ich dann doch nicht. Also ein klein wenig warten. Also greifen wir erstmal den Kern da an. Bam! So, alles auf den Kern. Dann dürfte ja bald schon alle sein, zumindest der linke. Hey, die Attacke kenne ich ja noch gar nicht. Der Punkt, doch, die hatten wir im letzten Part auch. Ich meine nicht, dass hier stark gewesen ist. Okay, so viel dazu. Lol. Oh Mann. He's down. So, jetzt noch Zeit, mich zu heilen. Zeitreise, das mache ich über das Mega-Hex hier. Halt alles. Komplett. Und los geht's. Mit den mächtigsten Attacken, die ich habe. Ein Abzug. Verteidigungswert ist weg. Und leuchten drauf. Und auch das zieht ordentlich ab. Und nochmal Eis. Wie viel zieht das ab? Nochmal Ger Verteidigung ist weg. Nicht mehr lange und dieser Kampf ist beendet. Schon wieder so ein mächtiger Angriff. Aber Verteidigung ist weg. Das heißt, jetzt kann ich angreifen. Bam. Zeitreise macht er wieder. Einmal leuchten. Der Labos-Kern links ist wieder erschienen. Mit Leuchten wird ihm auf jeden Fall schon mal ordentlich geschadet. Oder auch nicht. Oh, greift auch einen zentralen Teil an. Oh, jetzt macht er diese X-Angriffe. Jetzt gibt es erstmal Attacke. Und zwar ohne Ver- und zentralen Teil an. Holy shit. Gar nicht so übel. Schnell besiegen. Ah. Besiegt. Und jetzt bleibt nur ein Teil. Jo, der verliert. Oh,
Jetzt kann ich nochmal ein Mega-Elixier nehmen. Kein Risiko mehr eingehen. Und jetzt gibt es nochmal die heftigsten Attacken. Dunkle Magie. Antimateria. 2000 Abzug. Außerdem noch Eis. Nochmal 700. Leuchten. Antimaterie. Und noch einmal. Again and again. Wie viel hat dieser? Wow. Was hat er denn jetzt getan? Meine Angriffe sind nutzlos geworden. Welche üble Falle steckt dahinter? Das heißt für mich Angriff. Hä? Hä? Jetzt hat Lavaskern seine Verteidigung entfernt. Das heißt für mich wieder Angriff ohne Ende. Und Angriff. Bam. 700 Abzug. Verteidigung ist komplett weg. Ist das ein Ende? Leuchten. 2500 Abzug. Verteidigung ist immer noch weg. Die Antimateria. Schadet ihm. 2000. Nochmal weg. Und erneut. Finish Countdown. Jetzt ist er gleich endgültig besiegt. Keine Chance für diesen Gegner. Hat er noch was entgegenzusetzen? Wird er nochmal rechtzeitig seine anderen Teile wiederbeleben können? Verteidigung bleibt weg. Das heißt für mich Angriff. Mit Leuchten. Geh down. Verteidigung ist noch immer weg. So. Jetzt macht die schwarze Loch. Ja. Schwarze Loch. Da sind die anderen wieder. Ich bräuchte jetzt ein... Das Elixier lohnt, glaube ich, nicht. Nee, komplett gar nicht. Deswegen jetzt ein Hyper-Elixier. Mega-Elixier. Okay, das hat alles geheilt. Und nochmal. Alles. Die linke wird dadurch geheilt, das haben wir schon mitbekommen. Ist aber egal, er hat eh volle HP. Wie viel kann ein Larvos aushalten? Wahrscheinlich nicht viel. Mehr als wie es schon eingesteckt hat. Besiegt. Also es kam drauf an, den rechten Teil von Larvos zu töten. Mal was Neues. Oh, was jetzt? Alle Zeiten noch einmal. Ist das das Ende? Chrono! 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 Mensch! Oh! Raus aus den Federn! Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Und auch er öffnet das Fenster. Dein Hinrichtungsaufschub wurde widerrufen. Wir müssen nun das Urteil vollstrecken. Was zur Hölle? Wie? Jetzt verstehe ich gar nichts. Wir haben dich gesucht, Chrono. Wohin brachtest du meine Tochter? Papa, nicht! Chrono hat überhaupt nichts getan. Sie sagt, Chrono sei ein perfekter Gentleman gewesen, jedoch. Was meint ihr, Kanzler?
Chronos Taten hatten einen enormen Einfluss auf das Königreich. Kanzler, wie könnt ihr nur? Bitte, hört mir mal zu. Wir mussten die Zukunft retten. Die Zukunft retten? Nicht? Was zum? Woher weiß er? Hä? Hä? Was zur Hölle? Ihr habt die Zukunft gerettet und uns Hoffnung geschenkt, wisst ihr? Vollversammlung hier. Ihr habt König Magus, ihr habt Magus bekämpft und dem Königreich des Jahres 600 zum Frieden verholfen. Wieso sind jetzt alle Zeitlinien hier versammelt? Chronoreptiten besiegt! Ich kann schwören, richtig gut war! Wie jetzt? Verstehe ich. Wie sind jetzt alle... Was ist denn hier los? Genau die Frage stelle ich mir nämlich gerade auch und... Luca, steckst du dahinter? Luca, du hast sie hergebracht, oder? Ja, ja. Unsere Verwandten haben mir alles über eure unglaubliche Mission erzählt. Verwandten? Heißt das, dies sind meine Vorfahren und Nachkommen? Ich war um das Reich und meine Tochter in Sorge und sie rettete derweil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Unglaublich. Auf eine wahre Siegesparade. Heute Nacht feiern wir durch. Feiern wir dich. Durch. Nun, Male, geh hinaus und genieße die letzte Nacht der Feier. Yippie, yippie. Okay. Ja, sowas ist mal was Neues. Und es wird Zeit für die Party des Jahrhunderts. Begleitet Chrono unseren Helden. Prinzessin Nadia ist zurück. Endlich ist Guardia wieder normal. Die Mondlichtparade beginnt. Und es ist Party. Mit Lichterflair. Unglaublichen Luftballons steigen auf. Es wird getanzt, gelacht. Die Katzen sind ebenfalls dabei. Und da hinten trinkt er mit der Limo. Das wäre doch optimales Ende, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Coole Sache. Alle aus dem Vergangenen und dann noch mehr. Wo kommen sie alle her? Wohin gehen sie? Wenn das Spiel jetzt hier vorbei ist und vorbei sein sollte, kann ich ja mein Fazit abgeben. Es ist ja schon sau alt, das Spiel. Von Square damals entwickelt. Aber, muss sagen, richtig geniale Story. Das Kampfsystem hat mich, obwohl ich so viele RPGs schon gespielt habe, trotzdem noch gefordert. Es war richtig gut gemacht. Die Animationen für damalige Verhältnisse Super Nintendo eben. Aber nicht desto trotz sehr kultig. Und nicht mal schlecht. Aber was mich besonders begeistert hat, war dieses Zeitphänomen. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Dann das mit der Zeitmaschine, richtig genial. Das mit den Magiern. Ach, da waren so viele geile Sachen. Immer mal wieder Minispiele. Und was zur Hölle. Springen wir immer weiter weg. Huch. Ja, du hast uns alle gerettet. Wie schön, Lieber. Aber ich wünschte, du würdest mehr Zeit zu Hause verbringen. Schwierig, wenn die Person, die die Katzen versorgt, weg ist. Ja, so ist es. Was sagt ihr? Prinzessin ist wunderbar. Du natürlich auch. Ja. Fantastisch, yeah, fantastisch. Cooles Spiel, cool. Cooles Let's Play. Ja, es hat mir wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Mein erstes RPG auf diesem Kanal. Und ich finde, ich habe da ein richtig gutes Spiel rausgesucht. Außerdem war es ja blind. So fast alles war blind. Der Anfang war, die kannte ich schon. Ich musste ja wissen, ob das Projekt etwas taugt. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt so weit durchgespielt habe, es hat sich gelohnt. Die Sidequests, die Charakter, alles ist ziemlich genial. Die Musik, habe ich die Musik erwähnt? Wenn nicht, hier nochmal ein extra Applaus für die Musik, für die Idee. Und die Party, die hier abgeht. Die kann ich nicht rein, ne? Nee. Was soll? Ja, das sind nur Trauben.
Und jetzt, was zur Hölle? Alle sind froh. Und es gibt nochmal ein Portal. Okay, Leute, da sind wir. Alles zu seiner Zeit, sozusagen. Das Tor ist schwach. Wir müssen uns verabschieden, bevor es sich schließt. Ihr geht alle? Warum? Krone war stark. Mal auch. Ella viel Spaß hatten. Wirklich hatten. Als entfernter Vorfahr von mir hast du zähe Kinder zu haben. Ansonsten habe ich Probleme. Hehehehe, nicht Sorgen. Ella sehr stark. Ich genau wissen. Ich verspreche dir. Genau. Hey, was meinst du damit? Achso, die. Dummikino, wir jetzt gehen. Sofort abhauen. Wir gehen. Tschüss. Hat er den einfach reingeschubst. Und da ist sie auch weg. Welch lebhafte Menschen. Aber mich dünkt, das kommt, da sie eure Familien sind. König Lena erwartet uns, Euer Majestät. Auch wir sollten nun gehen. In unsere Zeit zurück, 400 Jahre zuvor. Frog, gehst du nicht, ohne noch was zu sagen? Herr Frog! Ein langer Abschied verdüstert die Erinnerung. Genau, übrigens sprechen Taten lauter als 1000 Worte. Herr Frosch wurde geküsst, verwandelt er sich zurück, das wär's noch. Ja, ja, immer küsst die Prinzessin am Ende den Frosch, so war es schon immer. Und Frog verschwindet. Hihihi. Margus auch. Und du? Du wirst Schala suchen gehen, oder? Ich verziehe mich wortlos. Luca, ich dich werden vermissen. Ich sicher sein. Ich viel gelernt haben auf der Reise. Was ist, Luca? Sagst du Robin nicht auf Wiedersehen? Sie hatte ihn ja damals repariert. Sie weiß es. Sie weiß, was weiß sie? Robo stammt aus einer düsteren Zukunft. Mit dem Sieg über Lavos haben wir die Geschichte verändert. Das heißt, Robo hat nie existiert. Robo kann in dieser Zukunft kaum existieren. Sei unbesorgt, es wird schon Platz für mich da sein. Ich komme durch. Verdammt, Robo, tu nicht so, als wärst du nicht traurig. Mann, du machst die Dinge nur noch schlimmer. Luca, du hast mich diese Gefühle gelehrt. Ich danke dir. Tränen stehen dir nicht, Luca. Robo wird schon gut gehen. Da bin ich mir sicher. Der alte Mann verschwindet einfach so. Boah, kack, wie immer. Lebt wohl. Auf eine bessere Zukunft. Vorsicht, Öl über meine Sensoren gelaufen. Sicht vermindert. Und Robo verschwindet ebenfalls. Im Zeitenportal. Wieder in seine Zukunft, beziehungsweise die veränderte Zukunft. Weißt du noch unser Gespräch? Du meinst, ob unser Leben an uns vorbeizieht, wenn wir sterben? Jep, ich habe das Gefühl, das Wesen hat endlich Ruhe gefunden. Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Zeitreisen, oh, wie anstrengend. Viel erlebt. Wir sollten Epoch auseinanderbauen. Die Maschine hat ausgedient. Was? Du ungezogenes Ding, ey! Jetzt komm her! Schau, Krono, deine Katze rennt weg, weil du sie nicht gefüttert hast. Das war mal wieder typisch. Ja, bist du des Wahnsinns? Hey, komm zurück! Sag an! Was zur...
Oh, klasse! Chrono, dieses Tor öffnet sich nie wieder! Oh, ah, du Megaschmiste! Oh, jo! Tja, wir haben wohl keine Wahl, als ihnen zu folgen. Ihnen folgen? Aber das Tor! Ich dachte, das wäre für immer geschlossen. Mal, lass dein Gehirn noch eine Weile an, bitte. Nicht auf Standby. Muss das denn sein? Denn sieh, wir haben eine Zeitmaschine. Yeah! Ja! Oh. Oh, Prinzessin, der König bittet euch zu sich. Puh. Gut, ich war ja mehr oder weniger der festen Überzeugung, dass hier Ende ist, aber scheinbar. Ich bin viel mit Waffen, aber mir gefällt's. Ja, der Krieg ist vorbei. Limonade schmeckt draußen am besten. Ohne, nimm einen Schluck, heute bist du der Held. Wt was? Wt wie? Ja, wo ist denn der König? Chrono, nimm einen Schluck. Yay. Moment mal. Wo ist denn hier die also, geht's jetzt noch weiter oder wie? Da ist er ja. Ich dachte schon, hä? Ich bin so glücklich. Jetzt hast du keinen Grund mehr fortzugehen. Nicht wahr? Ich habe ein Geschenk zur Erinnerung an diesen Tag, Prinzessin Nadia. Okay. Oh, holy. Eine neue Glocke. Dies ist Nadias Glocke. Sie wird das Land zum Klingen bringen. Klingelingeling. Lenas Glocke und jetzt Nadias Glocke. Male, wo bist du denn? Könnte mir vielleicht mal irgendjemand helfen? Es ist so schwer, ganz alleine so. Papi, ich sage es nur ungern, aber ich kann nicht herumsitzen, nichts tun. Hihihihi. Was zum Hölle? Tja, wenn sich das nicht nach der Zeitmaschine angehört hat. Puh, gerade noch rechtzeitig. Soll ich einen abfeuern? Nein, Taban. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Und es ist das Ending. Was für ein Spiel. War das nicht schön? Es gefiel mir sehr gut. Nee, ganz im Ernst. Dieses Spiel ist richtig genial gewesen. Es hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Auch dieses Ending jetzt. Von wegen, ja, wir brechen auf. Es ist nicht ganz zu Ende. Die Zeiten bleiben verbunden. Die Charakter. Diese Sequenzen. Die Story. Die Dialoge. Alles hat irgendwie sehr gut gepasst. Hier, Masato Kato hat eine sehr gute Story abgeliefert. Die Bosskämpfe waren durchstrukturiert. Die Musik, die wir jetzt hören, ist richtig episch. Ich bedanke mich für euer... Ja... Dafür, dass ihr das Projekt verfolgt habt bis zum Ende. Für die Kommentare. Fürs Feedback. Und... Ja... Wird sicherlich nicht das letzte RPG auf meinem Kanal gewesen sein und bleiben. Da ist Robo. Robo und die eine, die der böse Roboter, sind also doch vereint jetzt in der Zukunft. Frog, durchschreitet die Brücke. Und da ist die Zeitmaschine, er sieht es. Man kann es schon 1:1 zusammenzählen. Magus, der doch nicht so ganz der böse Wicht war in diesem Spiel, sondern sogar eher der unerkannte Held dieser Story. Ihr wisst ja, er Magus gleich Jannis. Nur, dass er in die Vergangenheit geschickt wurde. Ja, und dazu nochmal diese Storywendung, dass Magus eben doch nicht der Bösewicht war. Das fand ich ja mal richtig genial.
Und Lavos, dass er eigentlich Lavos an der Stelle besiegen wollte und wir ihm dazwischen gefunkt haben. Die ganzen Sidequests, die am Ende waren, die nochmal Nebengeschichten erzählt haben. Die das Spiel nochmal durch diese ganzen Zeitreisen ausführlicher erklärt haben. Die ganzen Personen, die nebenbei in dem Spiel waren, waren nicht einfach nur leere Hüllen. Die hatten zumeist eine Geschichte zu erzählen. Die ganzen Anfänge von Square mit diesem Rollenspiel. Zeitreisen, ey. Zeitreisen ist eh das Epischste, was es überhaupt gibt. Ich bin ein Mega-Fan von Zeitreisen. Und wer mich kennt, der weiß, dass dieses Zeitreisenthema mich total interessiert. Und ich danke die Macher dieses Spiels, dass sie solche Arbeit hier abgeliefert haben. Vielen Dank, Testspieler. Es haben viele Testspieler, das gibt es heutzutage ja weniger, dass die in den Credits nochmal auftauchen. Testkoordination. Deutsche Version. Ja, das ist, wurde von jemand übersetzt. Ist leider nie direkt erschienen. Wobei es auf Virtual Console mittlerweile erschienen ist. Squaresoft. Und ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen dieses Projektes. Und so ging es zu Ende. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Eine Sternschnuppe. Und hier ist das Ende. Vielen Dank, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt, dass ihr mit mir mitgefiebert habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen von diesem Projekt. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Und ihr wisst es. Ich bin euer Playman. Und tschüss. Ciao.